Yo Leute, ihr kennt den Hasen ja mittlerweile. Instant Gaming hat mal wieder ein neues Gewinnspiel gestartet. Um teilzunehmen, müsst ihr einfach nur den Link in der Beschreibung klicken und euer Wunschgame angeben. Viel Erfolg! Hallo Freunde, ich möchte heute als Historiker im Bereich der Österreichologie über die Geschichte Österreichs berichten. Viele Menschen glauben, Österreich sei nichts weiter als ein Spin-off von Deutschland. Der kleine Bruder, der immer Ärger macht. Ich möchte heute in diesem Vortrag zeigen, dass derartige Vorurteile nicht den Tatsachen entsprechen. Österreich hat in Wahrheit eine sehr interessante und beeindruckende Geschichte vorzuweisen. Beginnen wir mit dem Jahr 15 vor Christus. Damals stand das heutige Gebiet von Österreich unter dem Einfluss der Römer. Die Römer haben zu dieser Zeit die Stadt Vindobona, aka Wien, gegründet. Das Land war damals noch in verschiedene Provinzen aufgeteilt, aber historisch gesehen macht es am meisten Sinn, ab diesem Punkt mit der österreichischen Geschichte anzufangen. Ihr müsst euch vorstellen, davor gab es da einfach nichts. Da sind vielleicht paar halbnackte Barbaren rumgehüpft, da wurde vielleicht gerade das Feuer erfunden, aber ansonsten ging da nicht viel. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen, dass es nicht wirklich die Österreicher waren, die Wien gegründet haben, sondern die Römer. Nicht, dass das irgendwas an der glorreichen Geschichte Österreichs ändern würde. Ich meine hier nur. Auf jeden Fall war das Land lange Zeit in das Römische Reich integriert. Als das Römische Reich so langsam seine Macht verloren hat, kam es dann zur Völkerwanderung. Viele germanische Stämme sind damals nach Süden geflohen, weil im Norden Attila der Killer unterwegs war. Ab diesem Punkt wird es ziemlich kompliziert, weil so ziemlich jedes Volk der Geschichte mindestens einmal in Österreich reingedippt hat. Irgendwann hat sich dann aber ein Herzogtum entwickelt, das viele Jahrhunderte später in das Frankenreich integriert wurde, nicht zu verwechseln mit Frankreich, und danach in das Heilige Römische Reich, nicht zu verwechseln mit dem Römischen Reich. Der Scheiß ist komplizierter, als ich dachte. Österreich hat einige Jahrhunderte als Markgrafschaft im Heiligen Römischen Reich existiert. Auf die Details werde ich jetzt nicht eingehen, aus folgenden Gründen, aber was ihr euch merken müsst, rund zwei Jahrhunderte später wurde Österreich ein unabhängiges Herzogtum. Davor stand das Land unter der Herrschaft der Bayern, die dort ziemlich viele bekannte Städte gegründet haben. Nicht, dass das irgendeinen Unterschied machen würde. Wir befinden uns im Jahr 1251. Österreich ist jetzt seit einigen Jahrzehnten unabhängig und wird von dieser Familie hier regiert. Im Jahr 1282 kommt die Familie der Habsburger an die Macht. Die Habsburger sind für zwei Dinge bekannt. Auf der einen Seite waren sie sehr mächtig und haben jahrhundertelang das Heilige Römische Reich regiert. Auf der anderen Seite hatten sie sehr innige Beziehungen mit ihren Verwandten. Und ich sag mal so, man sieht's. Springen wir ins 17. Jahrhundert. Die Österreicher haben gerade mit den Türken zu kämpfen. Zwei Monate lang wird Wien von den Feinden aus dem Süden belagert. Aber Österreich hat sinngemäß gesagt, Ausländer raus, und die Türken mussten sich schlussendlich zurückziehen. 1809. Österreich beginnt einen Krieg gegen Napoleon und verliert schon nach 6 Monaten. Was ein Durchhaltevermögen. Das Kaiserreich hat jetzt zwar einige Gebiete verloren, aber schon ein paar Jahrzehnte später schließt sich Österreich mit Ungarn zusammen. Ab sofort heißt das Kaiserreich Österreich-Ungarn. Und Österreich-Ungarn ist nicht irgendein kleiner, unbedeutender Mikrostaat, sondern das zweitgrößte Land in Europa. Aber das ist anscheinend noch nicht genug. Also holt man sich noch Bosnien-Herzegowina dazu. Und ich will die Überraschung nicht vorwegnehmen, aber das war eine schlechte Idee. Die ganzen Völker, die zur damaligen Zeit in Bosnien-Herzegowina gelebt haben, fanden das nämlich gar nicht so witzig. Ich meine, logisch, oder? Sie wurden ja praktisch besetzt. Und auch viele Menschen in Serbien fanden das gar nicht so cool, weil sie sich mit Bosnien-Herzegowina zusammenschließen und einen einheitlichen slawischen Staat gründen wollten. Ohne nervige Österreicher. Österreich war aber so, nee, da passiert schon nichts. Wir sind cool miteinander. Also kam Franz Ferdinand, der damalige Thronfolger von Österreich, auf die glorreiche Idee, in einem Auto ohne Verdeck durch Bosnien durchzufahren. Ach ja, und er hat es davor angekündigt. Er fährt da also ganz entspannt durch die bosnische Hauptstadt Sarajevo und schon bald wird auf ihn ein Bombenanschlag verübt. Zwei seiner Begleiter und ein paar Schaulustige werden verletzt, aber Franz Ferdinand selbst überlebt den Anschlag. Anstatt aber irgendwie umzukehren und die ganze Spritztour abzusagen, entscheidet er sich dazu, weiterzufahren. Immer noch mit offenem Verdeck und mit zwei Security weniger. Kurze Zeit später kommt es zu einem zweiten Anschlag und Franz Ferdinand wird von einem serbischen Widerstandskämpfer erschossen. Und ich sag euch eins, es wäre auch noch zu einem dritten Anschlag gekommen bei den schlechten Sicherheitsmaßnahmen. Österreich vermutet, der serbische Staat steckt hinter dem Anschlag und sie erklären Serbien den Krieg. Ab jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil einige Bündnisse ins Spiel kommen. Ihr müsst wissen, Österreich war damals mit dem Deutschen Reich verbündet. Serbien war zeitgleich mit Russland verbündet und Russland war wiederum mit Frankreich und Großbritannien verbündet. Die Kriegsparteien sahen also am Schluss wie folgt aus. Es kommt also zum Ersten Weltkrieg, bam bam bam, und Österreich verliert den Krieg. Und gefühlt 90% des Landes. Die Schuld für den Krieg wird aber ganz entspannt auf Deutschland geschoben. Danke dafür nochmal, Jungs. Wir schreiben das Jahr 1913. Ab diesem Punkt ist Österreich ein armes Land, das so ziemlich jede Macht verloren hat, bis im Jahr 1938 die Nazis in Österreich einmarschieren. Aber dass die Situation dadurch nicht besser wurde, brauche ich vermutlich nicht zu erklären. Es kommt zum Zweiten Weltkrieg und Österreich ist mittendrin. Und wer hat den
Zweiten Weltkrieg angefangen? Richtig, Hitler, ein Österreicher. Das soll jetzt nichts heißen. Ich will damit nicht sagen, Österreich hat indirekt auch den Zweiten Weltkrieg angefangen, aber doch. Doch, das ist genau das, was ich sagen will. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Die Nazis verlieren den Krieg, Österreich wird wieder unabhängig und eine Ära des Friedens beginnt. Mal gucken, wie lange die Österreicher noch durchhalten, bevor sie den nächsten Weltkrieg starten. Aber Leute, das war die ganze Geschichte Österreichs. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich besser bin als Mr. Wissen2Go. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.